Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ich lebe tatsächlich immer noch, auch wenn es keiner für möglich gehalten hätte. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass ich in letzter Zeit echt wenig poste. Das liegt daran, dass ich jetzt in einer neuen Wohnung wohne. Was man daran sieht, dass sich die Location irgendwie ein bisschen geändert hat. Okay, ihr seht das jetzt nicht so richtig, aber so allgemein. Ich könnte ja eine Wohnungsführung machen, aber da gibt es nicht so viel zu sehen. Das ist halt ein Raum, ne? Und ein bisschen Küche, ein bisschen Bad dran. Verdammt angenehm, vor allen Dingen alleine wohnen macht echt fett. Ich werde mich nachher auch gleich noch auf eine Kneipentour mit ein paar anderen Lehramtsstudenten machen und dann mal so gucken, was es hier so im Nachtleben alles gibt. Warum ich jetzt dieses Video mache? Ich möchte euch mal kurz erklären, wie meine Situation jetzt ist. Also ich habe jetzt schon die ersten Veranstaltungen besucht, waren bis jetzt Einführungsveranstaltungen. Die Lehrveranstaltungen fangen dann nächste Woche bzw. übernächste Woche an. Mein Stundenplan ist fertig und ist irgendwie ziemlich kahl. Aber mehr geht gar nicht. Ich habe 22 Stunden die Woche und ich denke, das geht erstmal so zum Einstieg. War auch nicht einfach, die Module sich dann so richtig zurechtzulegen. Es gab viele Überschneidungen, vor allem im Lehrerberuf, also im Lehrerstudium ist es echt schwierig. Wer da vielleicht Hilfe braucht nächstes Jahr oder generell jetzt noch Hilfe, dem ich da vielleicht irgendwie helfen kann, erzögere nicht, mir irgendwo was hinzuschreiben. So. Es geht jetzt um Folgendes. Ich habe in nächster Zeit natürlich auch nicht ganz so viel Zeit, so viele Videos zu posten wie im letzten halben Jahr. Klar, da hatte ich permanent Freizeit und jetzt nicht mehr ganz so viel. Dementsprechend, weil ich ja jetzt in einer neuen Wohnung wohne, habe ich auch keinen Greenscreen mehr. Weil ich keinen Greenscreen mehr habe, kann ich natürlich auch nicht mehr solche Videos machen wie diese fünf verfluchten Orte in Deutschland, was ihr euch auch unbedingt angucken solltet. Zumindest nicht mehr allzu oft. Da muss ich heimfahren und da ist dann mein Greenscreen. Da könnte ich das dann theoretisch machen, aber das erfordert halt eine ganze Menge Zeit und die habe ich momentan nicht. Worum es mir diesmal geht, ist, ich möchte in nächster Zeit mal wieder so ein paar Erklärungs- und Meinungsvideos machen, wie mit diesem Ritzen zum Beispiel. Und dazu suche ich so ein paar prekäre, brisante Fragen, die man normalerweise auf YouTube nicht so findet. Zum Beispiel würde ich mich gerne der Problematik Metal und Politik, beziehungsweise Metal und Rassismus, Faschismus, Rechtsradikalismus widmen, jetzt so NSBM oder der Pagan-Szene. Was da so Phase ist und ob das alles halt irgendwie nur so... Ja, ob sich da die Medien immer nur drauf stürzen oder ob da wirklich was dran ist. Wenn ihr jetzt noch ein paar Themen habt, die ihr normalerweise auf YouTube nicht findet, dann postet sie mir bitte dort unten in die Kommentare und ich gucke mal, woraus ich dann ein Video machen könnte. Ich hoffe in Zukunft auch auf rege Diskussionen zwischen uns, zwischen meinen Abonnenten und natürlich auch zwischen mir und meinen Abonnenten. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle dabei seid. Wir sind jetzt fast 2000. Total krass, hätte ich letztes Jahr noch nicht gedacht. Also letztes Jahr um die Zeit hatte ich 150? Ja, geht momentan ganz gut voran. Und was sagt ihr, 5000 dieses Jahr schaffen wir es noch? Mal schauen. So, ich mache mich jetzt auf meine Kneipentour und ihr genießt euer jugendliches Leben auch noch, falls ihr noch eins habt. Also, ein jugendliches Leben. Habe ich Zombies als Zuschauer? Egal. Ich bin jetzt weg und ich freue mich wirklich, dass ihr hier einschaltet. Ich bin der dunkle Parabelritter und eure Vorschläge bitte dort unten in die Kommentarfunktion. Dankeschön und adios, auf Wiedersehen. Man sieht sich. Tschüss.